Wie wird das eigentlich alles ausgesprochen? Das erkläre ich euch heute. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Macht euch gerne den deutschen oder den englischen Untertitel an, damit ihr alles noch ein bisschen besser verstehen könnt. Und heute haben wir das Thema SCH, ST und SP, also Sch, Scht und Sp. Ich zeige euch ein paar Wörter und spreche sie aus, damit euer Gehör das vielleicht ein bisschen besser versteht. Wir fangen an mit Sch, wie SCH, also zum Beispiel die Schule mit Sch, Schule, die Schule, die Flasche, die Flasche, die Flasche. Das Schaf, das Schaf, das Schaf. Und waschen, waschen, waschen. Als nächstes das ST, also St, St. Das Stück, das Stück, das Stück, Stück. Der Stift, der Stift, der Stift, Stift. Der Stich, der Stich, der Stich. Nicht SCHT, das machen wir nicht. Also Stift, Stift, Stift. Und Stützen. Stützen, 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 stützen. Und das SP, also Sp, Sp. Das hört sich an wie SCHP. Das machen wir auch nicht. Also Sp. Wie der Spatz, Spatz, der Spatz. Oder der Spritzer, der Spritzer, der Spritzer, Spritzen. Und der Spaten, Spaten, der Spaten, der Spaten. Das war's schon wieder. Heute ein ganz kurzes Express-Video. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, darüber werden wir noch mal ein längeres Video machen, bestimmt, weil das ziemlich schwer ist zu hören. Abonniert gerne den Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Lasst ein Like da, teilt das Video mit allen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.